Hallo Leute und herzlich willkommen zu King of Retail. So Leute, heute, wie gesagt, wie im letzten Video gesagt, ich habe jetzt hier 6000 unten, wahrscheinlich ein anderer Stand, als ihr es gewohnt seid. Es gab ein Update, hier ist jetzt auch irgendwie alles anders, ich verstehe es selber nicht ganz. Mittlerweile haben wir keine neuen, ich weiß nicht, ob wir jemanden eingestellt haben, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die Artikel nachbestellt haben, aber ist eigentlich egal. Wir starten in den nächsten Tag. So, mal gucken, ob heute genug Leute zur Arbeit kommen. Ihr seht hier auch, hier ist so ein bisschen umgebaut. Hier ist jetzt so Gemüsezeugs und hier halt Klopapier. Hinten ist immer noch Fleisch. Hier sind Dosen. Ja, sollen eigentlich noch mehr kommen und so. Hier ist eine Ersatzkasse, falls diese zwei hier komplett überlastet sind. Im Lager hat sich, glaube ich, nichts getan. Hier. Oh Gott, das ist hier noch alles voll. Oh, scheiße, Mann. Ja, bin mal gespannt, wie es heute läuft, ne? Wieso gehen denn jetzt alle an die Kasse, Alter? Was ist mit euch? Okay, Leute, wie immer, Neil und ich sind hier noch am Restocken. Wir haben jetzt drei Leute. Dario, Ole ist schon mal der Neue. Und Julius, die werden sich um die Leute kümmern, die Fragen haben. Und genau, Carolina und Lilly sind an der Kasse, wie gehabt, ja. Okay, wir brauchen irgendwie ein anderes Regal für den Alkohol. Ganz ehrlich, die sind nicht wirklich praktisch halt. Könnten hier mal was anderes nehmen, zum Beispiel so eins hier. Sieht halt auch ein bisschen offener aus, würde ich sagen. Sieht ja irgendwie... Ja doch, sieht glaube ich nicht mal so schlecht aus. Okay, das heißt, wir können glaube ich das Regal hier... Genau, das können wir hier komplett ausräumen. Oh, dann verkaufen wir das auch direkt. Nicht, dass das Neil wieder auffüllt. Dann räumen wir das auch noch leer, verkaufen das auch direkt. Dann kaufe ich mal noch eins. Beziehungsweise eigentlich kann ich auch einfach gerade mehrere kaufen, ne? Hä, hey, Leute, hier gehen sogar 5 rein. Hä, hey, wieso denn beim anderen nicht? Ja, hier gehen auch 5 rein. Wieso denn hier drüben nicht? Oh, Leute, die Regale sind verschoben. Ach so, ich muss erstmal kurz alles wegräumen. Muss kurz hier alle wegräumen. Tut mir leid, Leute. Ja, guck, die sind verschoben. Deswegen geht's nicht. Okay. Ja, okay, jetzt sind hier auch 5. Perfekt. Weil jetzt geht das hier auch mit den Farben besser auf. Guck. Ich finde aber cool, die Mitarbeiter haben das System verstanden, dass diese Kasse hier eigentlich grundsätzlich geschlossen ist und nur die zwei offen sind. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. So, Leute, seht hier, ich bestelle hier gerade noch ein paar neue Sorten. Das heißt, die alle mal erstmal bestellen. Genau. Ja, wir haben immer noch 19.000. Das sollte passen. Da mache ich hier mal noch einen. Achso, nee. Ja, doch, das passt. Genau. Okay, jetzt für den Schluss mache ich alle drei Kassen auf. Dann können alle irgendwo zahlen. Dann gibt es hier auf jeden Fall keinen Stau und so. Okay, kommt wahrscheinlich... Oder kommt die noch? Nee, nee, nee. Okay. Zumindest konnten noch alle abkassieren, bevor die hier abhauen. Gut gemacht, Leute. Also heute lief wirklich gut eigentlich, ne? Aber unser Laden muss wirklich erweitert werden. Ganz ehrlich, er ist schon ein bisschen klein. Also ich muss 5000 Lohn bezahlen. Fast 6000. Scheiße, Mann. Erstmal Mitarbeiter gucken. Eigentlich brauchen wir wirklich keinen neuen Mitarbeiter gerade. Ich gucke kurz, wir haben eine Mail bekommen. Ich habe auch gesehen, jemand ist, glaube ich, krank. Lilly, okay. Lilly ist krank, ja. Nicht großer Verlust. Okay, so. Alter, wir 7000 schon wieder. Ich glaube, es bleiben uns wieder fast gar nichts übrig. Doch 7000. Wir können noch ein Erweiterungsding kaufen. Ich weiß nicht, ob wir das da oben oder eher da hinten kaufen. Ich glaube eher da hinten, ne? So, ich glaube, wir machen das erstmal so. Diesen Raum werden wir jetzt auch noch nicht groß brauchen, aber wir haben ihn gekauft. Das heißt, es ist praktisch für uns jetzt. Okay, Leute, wie ihr seht, ist jetzt die hinterste Wand hier. Wieso ist diese Wand, hä? Wieso ist die jetzt plötzlich weiß? Also, dass die hier so weiß ist, das ist ja klar, weil die haben wir erweitert, aber... Also, verstehe ich nicht. Innenraumausstattung. Wir machen erstmal kurz hier die Wände nochmal. Ich habe jetzt auch mal diese Wand hier weiß gelassen, weil... Also die werden wir ja dann... Oh scheiße, unser Lager ist zu klein. Die werden wir dann irgendwann später hier noch erweitern. Deswegen ja, habe ich das mal so gelassen. Okay, wir helfen hier jetzt mal ein bisschen mit auspacken, ne? Okay, das Lager ist voll. Beziehungsweise irgendwie hat mein Typ einfach aufgehört. Ich glaube, voll ist es eigentlich noch gar nicht. Wir kaufen auf jeden Fall ein neues Lagerstück hier. Oh ne, hat gar nicht Platz. Scheiße. Egal. So, okay, Neil macht das Ganze. Ach, jetzt Carolina, aber hier. Ach, egal, scheiß drauf. Okay, wir machen hier jetzt ein extra Algeregal für jede Algesorte, die wir hier haben. Weil von Algen gibt es halt 5 Sorten, von manchen gibt es halt nur irgendwie 4 oder so, wie eigentlich von denen. Und zum Beispiel auch Jägermeister gibt es nur 4, von daher machen wir das so. So, dann können wir die hier mal alle rausräumen hier. So, dann ordnen wir die hier mal hier alle neu zu. Zum Beispiel könnten wir hier mit... Ja, weißt du was, wir warten einfach erstmal. Mit diesem Regal hier. Hier können wir auf jeden Fall noch eine Sorte von eigentlich den anderen hier hinzufügen, die da rechts davon sind. Und zwar die braunen hier. Das kommt jetzt halt auch einfach hier hin. Keine Ahnung. Und wir haben ein paar wenige Leute. Wobei, wir haben eigentlich 2 Leute, ne, die da gucken, damit die Leute hier beschäftigt werden. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, wir verkaufen das hier auch einfach wieder. Und ich glaube, wir kaufen jetzt hier auch nochmal so eins.
Aber da machen wir dann nur 4 Regale hin. Weil dann geht das, weil, wisst ihr, dann geht das besser auf. Ich finde es auch cool, wie alle Sorten irgendwie hier durch die Decke gucken. Perfekt. So, okay, dann haben wir hier noch den Jägermeister, genau. Ja, sonst passt das ja jetzt eigentlich hier. Okay, ich überlege mir auch gerade, wir könnten noch ein bisschen mehr Dosen kaufen. Dann können wir hier auch noch ein bisschen die Dosenregale erweitern halt, ja. Wir können einfach auch anstatt... Okay, hier hat es dann noch Dosen, aber die sind alle 4. Wir haben, glaube ich, eben nur 3 Platz, ne? Alter, hier gibt es noch richtig viel. Mein Gott. Nehmen hier dieses Ketchup, Curry und Mayo. Die sind ja auch halt nur 3 Arten. Dann passt das. Gut, dann können wir zumindest schon mal ein neues Regal kaufen. Das ist jetzt das hier, glaube ich. Ja, genau. Bam. So, dann nochmal eins. Beziehungsweise, ne, erstmal ganz kurz Kleider. Beziehungsweise nicht Kleider, sondern Essen. Dann kommen wir machen jetzt trotzdem hier diese Salatsoßen, Alter. Das passt schon. Mittlerweile eigentlich auch so viele Sachen, ne? Alter, die werden hier übel belagert. Oh Gott. Zum Glück haben wir normalerweise 3 Leute im Verkauf, ne? Ging sonst ja gar nicht klar. Bro, wir können auch irgendwie nichts mehr auffüllen, ne? Gut, jetzt ist zwar auch Feierabend, oder? Ja, okay, dann gehe ich auch wieder direkt an der Kasse, damit uns auf jeden Fall niemand abhaut. Das ist ja richtig unnötig, dass ich jetzt noch eine Kasse aufgemacht habe, oder? Eine Kundin haben wir verloren, aber das ist nicht so schlimm. So, wir machen jetzt diese Kasse hier direkt wieder aus hier. Dann gehen die morgen vielleicht beide an diese hier. Ja, so, der Laden läuft eigentlich wirklich gut, ne? Ich habe noch überlegt, ob wir das noch so eine Stufe enger machen. Aber ich weiß nicht, ob das dann zu eng ist wieder, dass die dann nicht mehr richtig durchlaufen können. Wisst ihr, was ich meine? Oh, okay. So, neue Bewerbung. Okay, ja, ich glaube, neue, aber immer noch kein YouTuber. Ich würde sagen, wir warten erstmal noch, bis wir einen YouTuber finden. Oh mein Gott, und ich weiß jetzt auch, was die machen. Ach so. Ah, okay. Also, warte mal, Lilly. Das hier ist jetzt Lilly, okay. Du bist eigentlich Kassierer. Und das für den ganzen Tag. Achso, okay. Genau. Die ist eigentlich jeden Tag Kassierer. Eine Pause hat die von, ja, 12 bis 13 Uhr jeden Tag halt. So, dann machen wir... An der Kasse ist ja sonst noch Carolina, genau. Sie hat aber erst eine Stunde später Mittag. Damit wisst ihr, dann ist das so Schichtarbeit. So, dann hätten wir noch Nils, der ist im Lager. Auch jeden ganzen Tag. Der macht auch einfach Pause von 12 bis 13 Uhr. Ist eigentlich so Standard. Dann hätten wir Ole. Oder, ja, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Der macht auch Pause von 12 bis 13 Uhr. Hätten wir ja hier Julius, der macht dann Pause von 13 bis 14 Uhr. Und dann hätten wir noch Dario. Und der macht einfach schon eine Stunde früher dann einfach Mittag. Sind immer 2 im Laden, das passt dann. Hauptsache kommt 2 Stunden arbeiten, erst mal Pause und dann wieder 5 Stunden. So eine scheiß Arbeitszeit. Aber egal. Genau, hier arbeitet sie ja gar nicht. Kann ich das denn einstellen, Alter? Weil hier ist ja jetzt so, als also dass sie halt nicht wirklich arbeitet, ne? Oh, scheiße. Achso, wählen sie aus, wenn diese Fall... Ah, okay, so kann ich das machen. Ja, dann passt das doch. Das sollte jetzt, glaube ich, für jeden Tag dann so drin sein, oder? Genau, das ist jetzt immer so eingestellt. Perfekt. Dann bestellen wir noch kurz die Verkäufe nach und dann, ja, war es das auch schon wieder. So, wieder für 7000. Geht eigentlich noch klar, ne? Ja, jetzt haben wir leider zu wenig, um unser Dings nochmal zu erweitern. Aber egal, wir speichern hier. Und jetzt, ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und Abo da. Hoffentlich kommt wirklich demnächst mal endlich ein YouTuber daran, wo wir einstellen können. Wäre sehr cool. Auf jeden Fall war es mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like und Abo da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Waking up like hello, feeling so mellow. Fresh up out the shower, but there's nothing on my schedule. Mother effer, what it do? My steez be the swaggiest, fits real.